Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge meiner BSG Road to Glory. Heute geht's einfach mal weiter eiskalt in Liga 8 mit unserem neuen Team, was ich euch in der letzten Folge eigentlich vorgestellt habe. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Natürlich spielen wir wieder gegen ein Serie A Gold Team. Wie sollte es denn auch anders sein? Natürlich wieder mit Ibra vorne drin. Ja, was gibt's sonst noch kurz zu sagen? Nicht wirklich viel. Das ist halt Standard Serie A Mist, genauso wie Standard BBL Mist, genauso Standard wie scheiß Bundesliga Mist. Fuckt halt einfach tierisch ab. Aber ja, das soll im Prinzip nicht das Thema dieser Serie sein, sonst würde die Serie einfach nur Scheiß-Abfuck-Teams heißen, die einfach unkreativ sind. Aber wir haben die erste Chance über Dani Nieto, so schon nach 5 Minuten oder so. Dani Nieto einfach mal eiskalt mit der Flanke, ein bisschen sweaty, aber Dongo macht ihn sowieso nicht rein, deswegen habe ich gedacht, kannst du eigentlich mal machen. Dann unser Gegner mit der Chance Freistoß von Candreva getreten und der ist eigentlich ziemlich gefährlich, aber hui, ja, der geht nur ein Stückchen drüber. Dann wieder nächste Aktion für uns. Irgendwie kriegen wir hier mit Gestoke den Ball nochmal. Hier über Lukaku. Der kriegt ihn hier rüber auf Mukanjo. Mukanjo einfach mit dem Fake-Shot. Lass alle aussteigen. Mit dem Schuss. Bam! An die Latte. Warum? Warum muss dann die Latte gehen? Es ist. Ich hab. Ah! Nein, nicht gut. Egal. Wir machen trotzdem weiter. Schon wieder hier mit ein bisschen Glück. Momentum halt mit unserer scheiß Bronzemannschaft gegen ein scheiß Goldteam. Ja, und dann den Neto macht ihn dann halt einfach rein. Unverdient nicht, Momentum like ja, denn wir haben ein Bronze-Team und wir spielen gegen Gold-Teams. Da ist es normal, Momentum auch mal auf unserer Seite. Kann man nichts gegen machen. Ich spiele eigentlich nicht auf Momentum, aber ich nehme es dann auch gerne eigentlich mal an. Kurz vor der Halbzeit hatte dann unser Gegner mal eine Chance hier irgendwie über Kevin Constant. Ich kläre den Ball nochmal einfach zum Einwurf eiskalt, weil ich es kann. Kevin Constant nochmal mit dem Einwurf. Irgendwie kommt dann hier Marquiso mit der Flanke, ja, und dann. Kommt dann irgendwie da hinten nochmal bla und dann kriegt den Ball doch mal auch erstmal raus. Und dann kommt nochmal die nächste Flanke, denn wie sollte es anders sein? Und den hält dann per Quiz sogar, aber den zweiten kann er dann nicht einmal leider parieren. Nach dem Kopfball von Gomez. So steht es dann kurz vor der Halbzeit dann doch noch 1:1. Ja, es ist halt durch mein Unvermögen in der Verteidigung passiert, dass ich den Ball nicht klären konnte. Aber kann man nichts machen. Aber wie nochmal ganz kurz vor der Halbzeit, Dongo zerfragt, lässt ihn hier durchsteigen und dann Momentum irgendwie erkämpft sich den Ball mit der Grätsche nochmal kurz vom 16er. Dann Mukanjo lässt irgendwie mal ein bisschen alle rauszappeln und dann nochmal mit Mukanjo mit dem Schuss. Aber Marchetti ist natürlich zur Stelle. Der Marchetti ist ziemlich OP in dem Spiel. Nochmal eine Ecke für uns, Taravel tritt die und da die Ecke war dann nicht wirklich gefährlich. Mukanjo nochmal mit dem Nachschuss und der ist dann auch ziemlich scheiße. Lass mich nur noch drin gelassen, denn jetzt war auch schon Halbzeit. Somit steht es 1:1 zur Pause. Ja, KPL Lavi, ich habe den Namen jetzt gerade nicht gelesen. 1:1 zumindest gegen uns. Ja, wir sehen nochmal in den Statistiken eigentlich gar nicht so unverdient, dass wir hier zumindest ein Tor geschossen haben. Wir hätten uns doch schon eigentlich mehr eins verdient haben können. Haben wir nicht. Kurz nach der Halbzeit unser Gegner mit der Chance hier. Gomez tanzt sich dann irgendwie durch mit dem Schuss und per Quiz, weil der ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. Hält den Ball hier trotzdem. Dann nochmal nach dem Konter für uns und zack, er haut uns einfach um. Ja, und dann im Mittelfeld gibt es natürlich einfach immer eiskalt viel mehr rote Karten als bei einer Notbremse, aber das ist halt FIFA. Kann man nichts gegen machen. Dann wieder bei der 50. Minute mit Rivieras mit der Flanke. Der Gegner kriegt den Ball nicht raus. Dani Nieto mit ein paar Übersteigern, dann mit einem Fake Shot zieht nach innen. Dani Nieto nochmal mit ein paar Übersteigern, verliert dann den Ball und dann kommt Trompet, schlägt ihn durch auf den Kanju, der mit seinem schwachen Linken sogar schiebt ihn rein. 53. Minute, 2:1 wieder für uns. Nicht unverdient diese Führung, meiner Meinung nach. Kann man also mal so stehen lassen. Dann unsere nächste Chance, Ofer Meire, wird dann hier kurz vor dem 16er gelegt. Würde ich sagen, kann man mal pfeifen. Problem nur, ich kann dieses Jahr irgendwie keine Freischüsse schießen, das ist für mich unerklärlich und vor allem diese in die kurze Ecke kann ich sowieso absolut gar nicht. Hat man hier auch gerade gesehen mit Dani Nieto, einfach absoluter Bullshit. Ecken sind dann schon wieder ein bisschen einfacher, als weil jetzt halt FIFA 14 ist und die wird auch ziemlich gefährlich. Eigentlich war das ein Flankenkopfball aufs Tor, Versuch von mir, aber Ofer Meire geht auch mal dazwischen und erhöht dann einfach mal eiskalt in der 61. Minute zum 3:1. Somit sind wir jetzt mit dieser Mannschaft zumindest auf einem sehr guten Weg in Richtung Aufstieg, weil wir hätten jetzt rein theoretisch 9 Punkte nach 5 Spielen und 9 Punkte nach 3 Spielen mit dieser Mannschaft, weil, wie gesagt, in den ersten beiden Spielen hat ja diese komische Landu-Landu-Mannschaft, die irgendwie nichts geschossen gekriegt hat. Aber unser Gegner nochmal kurz vor der Schlussphase, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Anschlusstreffer hier durch Ibabo. Das war jetzt ein bisschen Spoiler-Alarm, weil ich viel zu früh gelabert habe, aber ist egal. Köpfen zunächst an den Pfosten und dann ist Ibabo da zum Abstauber. Ist halt Gomez, Ibabo-Sturm kann man schwer verteidigen. 3:2 sollte also noch mal ein bisschen knifflig werden, aber wir dachten uns so, vor allem Dongo dachte sich so, nee, Dongo mit dem leiten Ball auf Dani Nieto, dann nochmal in die Mitte und Mukanjo mit einem Flugkopfball oder mit einem Slide-Kopfball, aber kann diese nicht reinmachen. Dann war Schluss. 3:2 gewinnen wir auch unser drittes Spiel mit dieser Mannschaft, haben somit jetzt insgesamt 9 Punkte nach 5 Spielen auf unserer Seite, das sieht zumindest eigentlich
jetzt zum Zeitpunkt sehr gut für einen Aufstieg aus, meiner Meinung nach. Hier sind wir nochmal, 6 Punkte fehlen uns nur noch zur Meisterschaft sogar. Und versuchen wir zumindest jetzt schon mal den Aufstieg klar zu machen gegen ein weiteres Gold-Team. Diesmal nur Brasilien und es ist ziemlich fucking awesome. Gut, kann man nichts gegen machen. Pato, Diego Costa, Oscar, Osvaldo, Lucas, Luis Gustavo, Marcelo, David Luis, Thiago Silva, Mariano und dann im Tor schlussendlich Julio César. Ja, hoffen wir einfach mal wieder auf Momentum, weil ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt so gute Chancen bis jetzt auf dem Aufstieg hatten. Erste Chance für uns, Bagu mit dem Kopfball. Was da wirklich dann am Ende passiert, weiß keiner. Dani Nieto weiß aber, dass er den Ball vorbeischießt, aber ich finde, den kann man eigentlich schon mal machen, vor allem der Torwart war im Prinzip schon draußen. Dann unser Gegner mit der Chance über Lukas natürlich fest von der Flügel mit der Flanke dann und ja, Perquis ist wie gesagt ein ziemlich guter Torwart. Ja, mein Gegner hat teilweise meistens versucht, ein bisschen zu sweaten. Konnte auch machen, weil die einfach schneller ist. Das fand ich jetzt aber ziemlich nett, deswegen habe ich es reingemacht. Einen Scorpion-Kick, aber der war dann leider im Endeffekt nicht wirklich gefährlich. Aber wie gesagt, er war so ein kleiner Flanken-Noob, der auch dann gesweatet hat, wenn die Möglichkeit da war, hat aber nicht wirklich funktioniert. Aber wie mit der ersten Chance über Dani Nieto wird der wunderbar geschickt. Mariano kommt nicht mehr hinterher. Dani Nieto mit links. Bam! 1:0. Und ich liebe einfach dieses Team. Es ist einfach so gut. Auch wenn ich meistens Momentum habe, aber trotzdem, ich nehme da Momentum mit. Es ist doch scheißegal. Momentum für mich ist doch jetzt für mich nicht blöd. Hier sehen wir es nochmal, Dani Nieto-Schuss, wunderbar, eiskalt, keine Chance für Julio César. 1:0 noch kurz vor der Halbzeit für uns, das sollte wahrscheinlich gewesen sein, nochmal kurz vor der Halbzeit, einfach unser Torwart mit einem weiten Abstand, Dongo holt den Ball, Dani Nieto schickt ihn und Dongo macht das dann, ja, wunderbar, würde ich eigentlich sagen. Kann man, technisch kann man sich das gut mal geben, 2:0, also kurz vor der Halbzeit für uns. Boah, verdient würde ich jetzt so nicht unterschreiben, denn er hatte doch durchaus viele Chancen, die im Endeffekt aber nicht alle gefährlich waren, deswegen zeige ich sie auch einfach nicht. Ja, diese KSI-Taktik probiert, ich zeig's euch jetzt mal, nee, zeige ich doch nicht, einfach Anschluss weg und dann loslaufen. So steht's, Why Always Me 0, Tubantula 2, ja, sehen wir mal in den Statistiken, ist nicht wirklich verdient, wir hatten nur mehr Ballbesitz. Und ja, in der zweiten Halbzeit sollte das dann noch wie folgt aussehen, er mit Luis Gustavo schickt, eiskalt Diego Costa meine Spieler, ja, was macht unser Torwart da? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. 49. Minute. Der Gegner kommt ja durch einen dummen Fehler von mir wieder zurück ins Spiel. Ja, ich weiß nicht, was das war. Einfach nur dumm. Und dann 5 Minuten später wieder über der Flügel natürlich mit Lukas. Ja, und was soll man anderes machen als Lukas außer laufen, flanken. Ja, keiner bei Pato und der macht ihn dann eiskalt rein. Somit verspielt man innerhalb von 5 Minuten eine hart erkämpfte 2:0 Führung, die nicht wirklich verdient war, aber sie haben trotzdem hart erkämpft. Ja, schade, Schokolade sagt man ja so schön, habe ich mal gehört zumindest, sage ich auch sehr häufig, warum auch immer ich das jetzt gerade erwähne, man weiß es nicht. Ja, 2:2 jetzt nach 55 Minuten, so leicht kann man wie gesagt eine Führung verspielen. Das wäre dann schon der sichere Aufstieg gewesen, hätten wir das halten können. Aber naja, es war ja noch nicht alle Tage Abend, wie man so schön sagt. Mukanjo 89. Minute auf dem Weg zum 3:0. Flanke Mudongu und Dongu und ja, Julio César ist zur Stelle. Dann, ja, war das ganze Spiel auch schon vorbei. Wir haben eigentlich 3-2. Wir haben noch ein Tor kassiert. Sorry, Leute, das habe ich rausgeschnitten. Oh mein Gott, scheiße. Wir haben noch ein Tor kassiert in 90 Minuten. Das war mega ärgerlich. Das habe ich jetzt leider vergessen reinzuschneiden. Es tut mir so leid. Also, wie gesagt, wir haben das Spiel verloren. Nichts jetzt Falsches denken. Ich war einfach nur ein mega Retard. Verabschiede mich jetzt von dieser Folge, damit es keinem auffällt. Und deswegen sage ich jetzt einfach auch schon mal gleich Ciao.